Servus Leute, heute gibt's nix. Heute stellen wir euch Produkte vor und werden die auch testen. Und dabei tun wir eine Kleinigkeit grillen, aber ohne Rezept. Wie und was wir testen, zeige ich euch jetzt. Als erstes haben wir die Grillharmonie von Barbecue Coach. Dann haben wir von Plexelig die Kokos Grill Briketts bekommen zum Testen. Vielen herzlichen Dank, Jörg und Annette. Und dazu testen wir Bohemian Rhapsody Barbecue Soße aus Amerika. Einmal die Twisted Hot und die Tropical Paradise, gell? Ja, immer noch. Immer noch. Die Tropical Paradise Soße. So, eine sehr schöne, ganz kurz, was da für Stückle Fleisch aufgeschnitten hin. Das ist ja jetzt nicht wirklich so wichtig, aber. Wir haben ein Stück Tafelspitz aufgeschnitten. Und den werden wir angrillen. Nachdem wir natürlich mariniert sind. Nachdem wir den natürlich mariniert haben. So, für diejenigen, die nicht wissen, was Einmarinieren ist, das werden wir euch jetzt zeigen. Mensch, das kennt jetzt jemand noch nicht. Nö, bestimmt viele. Den Rumpfnäher sollten wir es noch, und hier läuft der Wasserhahn. Das ist total kacke, wenn hier Wasserhahn läuft, während ich Video drehe. Aber irgendjemand muss ja sich die Finger sauber machen. Nein, muss man nicht. Doch. Ja, wenn man fertig ist, du bist auch noch gar nicht fertig, das sollst du noch gleich wie massieren und reiben. Ach so. Jawohl. Aber nicht so arg, sondern mit Gefühl. Ich habe immer Gefühl. Ja, ich weiß genau. Ja. Auch noch ein bisschen wegen Teemassieren. Tafelspitzgrille ist ja jetzt nicht so wirklich der Hit wahrscheinlich. Man soll sie ja nachher kalt kriegen. Ja, jetzt kann ich sie in den Kühlschrank. Wir haben eine Gussplatte auf den Grill draufgelegt und jetzt gehen wir raus und legen das Fleisch drauf. Das hat jetzt mittlerweile sogar fast 3 Stunden gezogen. Kann bloß besser werden. Also, gehen wir raus. Ne? Vielleicht ist es jetzt 200 plus, dass ich sogar zum Essen habe. Das kriegen wir verkaut. Also Freunde, unser Kleiner hat uns wegen einem Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, mein Schatz darf heute kalt probieren. Da weiß ich mal, wie das ist. So, jetzt pass auf, jetzt probieren wir schon mal so ein Stück Fleisch pur, würde ich sagen, ohne irgendwas. Kalt. Kalt. Aber? Lecker. Lecker. Mhm. Das heißt, das Gewürz funktioniert. Das Gewürz vom Eberhard und vom, lass mich den anderen diesmal nicht vergessen, vom Uwe Hagemann. Schmeckt sehr gut. In diesem Gewürz ist Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Koriander, Senf, Speisesalz, Kräuter, Oregano und ein bisschen Zucker. Eine angenehme Mischung. Angenehme Mischung. Mhm. Ja. Und wenn man so eine Tafelspitze tut, aufschneiden und anbrät, kann man den sogar mal wegen so einer Grille, gell? Mhm. Ja. Okay. Habe ich dir aber gesagt.
Ja, so, jetzt bald, jetzt So, probier was ich. tut nicht weh? Jetzt nehme ich hier schon mal die. Die da. Ja, genau die da. Das ist die Tropical Paradise, Paradise genau. von Bohemian Rhapsody Barbecue Soße. Von Ja. Miles aus Texas. Wie heißt denn mal jetzt nochmal mit Nachname? Das will ich jetzt nicht wissen, das kriege ich nicht raus. Aber ich werde auf jeden Fall, wie gewohnt, das Zeug unten drin verlinken. Also wenn ihr da irgendwo mal was angucken wollt oder bestellen, wie auch immer. Link nachher in der Infobox. Und, was sagst Schön fruchtig, leicht süß, nicht zu arg süß. Also deswegen dieses Tropische, ja? So, jetzt passen wir das nächste Mal oder mal die anderen. Jetzt habe ich aber Angst. Nein. Doch. Die heißt Twistedly Hot. Ja, wie man sieht, die ist ja ein bisschen dicker oder dickfüßig. Ist eher fast eine Paste wie die Soße hier. Ne? So, jetzt probiere ich mal. Oh, ist das rauchig? Eine leichte Schärfe. Erträgst du noch oder eher schon wieder nicht? Doch, doch, passt schon. Okay, das heißt, dann kann sie so scharf nicht sein, Nee, weil. ich tunk nochmal. Vielleicht tut es dann weh. Ja, weil normalerweise ist sie ja nicht so scharf. Ne? Kann man auch essen. Kann man weiß. Ist gut. Ist gut. Also, das heißt, die zwei Soßen sind in Ordnung, kann man essen. Das Gewürz vom Barbecue-Coach in dem Fall auch richtig gut. Ne? Ist ja so ein Allrounder. So, jetzt darf man aber nicht vergessen, wenig noch. Bleckselig, Genau. der Jörg und die liebe Annette aus Frankfurt. Eure Kohle war spitze in meinen Augen, aber mein Mann hat ja auch noch was zu sagen. Ja, aber das mache ich erst später, weil ich muss ja jetzt warten, bis die Kohle ja wirklich durch ist und fertig ist. Ne? Das heißt, das führen wir dann wahrscheinlich erst morgen. Ne? Ich mache dann nur einen kleinen Nachtrag. Ja? Also, dann jetzt würde ich sagen, waren wir eigentlich erfolgreich heute. Ja. Mit dem Zeug sind wir zufrieden. Jawohl. Also, Wir machen weiter so. ja, was? Abonniert uns. Lasst einen Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Oder einen bösen oder wie auch immer, das Ihr könnt nehmt ihr, alles an. genau, das könnt ihr machen, wie ihr Bock drauf habt. Und Ne? wenn ihr Produkte habt, die ihr von uns mal testen lassen wollt, dann meldet euch bei uns auf der Webseite. Da steht unsere E-Mail-Adresse. Und dann werden wir miteinander telefonieren und ihr könnt Zeug liefern und wir testen. Genau. Ne? Also, in dem Fall sind wir raus. Euer Olli, eure Nicole von Bösis Cook and Barbecue. So, Freunde, ich bin euch noch was schuldig und zwar ein Fazit über diese Kohle. Und zwar ist es so, die Annette hat mir in Offenburg auf der Grill- und Barbecue-Messe so einen Sack in die Hand drückt und ich habe zu ihr gesagt, ich werde das sicherlich testen, aber ey, du musst auch damit klarkommen, wenn ich ehrlich bin. Und das werde ich jetzt machen. Also, jetzt bald, wir gucken mal schön drauf, was da eigentlich drauf steht. Na, da steht drauf: Premium Grillbriketts aus Kokosnussschalen. Bis zu 4 Stunden Brenndauer, rauch- und geruchsarm, ohne Funkenflug, geringe Aschemenge, CO2-neutral. Im Packen sind 10 Kilo drin und hergestellt ist das Ganze in Sri Lanka. So. So, und jetzt haben wir das ja tatsächlich getestet. Ganz kurze Rahmenbedingungen: Ich habe ja meinen Anzündkamin Oberkante voll gemacht. Bis es soweit war, circa 20 Minuten hat es gedauert. Ich würde sagen, normaler Durchschnitt. Ne? Also, manche sind schneller, manche ein wenig langsamer, aber so 20 Minuten für diese Menge finde ich angemessen, ist in Ordnung. Hitzeentwicklung, die war in Ordnung, also die machen, was sie sollen. Die Brenndauer, ich habe es ja extra getestet, wirklich bis zum Anschlag, bis nichts mehr ging. Auf dem Backer steht irgendwas von 4 Stunden. Also, du kannst nach 5 Stunden immer noch was warm halten auf dem Grill und das funktioniert sicherlich auch noch bis zur 6. Stunde. Rauchentwicklung beim Anmachen, die hast du natürlich, das ist normal. Aber ich muss sagen, der Geruch von diesem Rauch, der da aufsteigt, der ist um einiges angenehmer wie von so herkömmlichen Briketts, die man sonst so kriegt. Ne? Also da mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Pluspunkt. Was die Aschemenge angeht, da steht drauf geringe Aschemenge, also. Oh, es hätte ein bisschen weniger sein können. Also, ne, die Menge der Asche, die da noch übrig war,
war schon ein bisschen, ja, also im Prinzip immer noch im Durchschnitt, aber wenn ich gering draufschreibe, so ein Packer, dann hätte ich auch gern gering und nicht Durchschnitt. Aber das ist ja irgendwie so Ansichtssache. Ja. Also, Fazit, Fakt über diese Cola, sie sind richtig gut. Sie halten wirklich die Hitze ganz schön lang. Ganz sicher für Taschofen-Fetis. Fetis, wie sagt man das? Fetischisten, oder? Ja, du weißt, was ich meine. Also die Typen, die im Taschofen gern arbeiten und oft und viel arbeiten, für die ist diese Kohle sicherlich eine Bereicherung. Gerade so der McAllister oder so zum Beispiel, der gern mit dem Taschofen arbeitet, oder der Christian von Grundholz Barbecue. Also für euch wäre das sicherlich eine Alternative zu dem, was ihr sonst benutzt. Für Longjobs an und für sich sicherlich sehr zu empfehlen. Ich denke, die Kohle macht, was sie soll. Also von daher, wenn ich es jetzt in Schulnoten bewerten müsste, würde sie von mir so eine 2 kriegen, ja, bis zu einer 1. Ich meine, also ich glaube, eine 1 kriegt von mir sowieso keiner, aber so eine 2 haben wir sicherlich. Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich jetzt momentan nicht einordnen. Was kostet so ein 10 Kilo Sack? Ich glaube, sie hat gesagt 18 Euro. Ja, das wären 10 Kilo, 18 Euro, also 1,80 auf ein Kilo Kohle. Jo, man muss die Randbedingungen natürlich berücksichtigen, ne? Also wo das so hergestellt wird und wie es hergestellt wird. Aber auf sowas will ich mich jetzt gar nicht einlassen, weil da bin ich zu weit weg vom Thema. Faktisch Kohle toll zum weiter benutzen, wie sagt man? Also zur Weiterempfehlung, empfohlen, wie sagt man denn sowas? Also Alter, ihr könnt das Zeug benutzen. Also es funktioniert, es macht was es soll. Was will ich sagen? Weiterempfehlung und weiterempfohlen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also kann man sicherlich benutzen, das Zeug. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei der Annette und beim, wie heißt er, Jörg? Mhm. Ja, für das Vertrauen, dass sie tatsächlich sagt, okay, nimmt mal so eine Kohle, sagt mit und probiert es mal aus. Wie gesagt, obwohl ich habe betont, ich werde es nicht unbedingt schön reden. Ja, habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ich will einfach nur ehrlich sein. Ne? Damit müssen die klarkommen, damit muss ich klarkommen und natürlich müsst ihr damit klarkommen. Und in dem Fall würde ich sagen, sind wir raus. Wir wünschen euch eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Böses Cooking Barbecue. So, das steht auf dem Pack hier ganz unten noch da so. CO2 neutral. Leute, da bin ich raus. Also so viel habe ich da nicht im Griff, was CO2-neutral ist und oder auch nicht. Da müsste ich jetzt die Greta fragen, die hätte da sicherlich eine Antwort drauf, aber ich glaube, die ist zu beschäftigt, um sich jetzt mit uns hier über dieses zu unterhalten.